Jedes Mal, wenn eine Ärztin oder ein Arzt eine Diagnose stellt, stehen sie vor einer Art Entscheidungsbaum. Die Patientin sieht nicht mehr so gut. Okay, das könnte natürlich einfach altersbedingt sein. Dann ist die Patientin aber noch lichtempfindlich und scharfes Sehen funktioniert nur noch am Rande des Blickfeldes. In der Mitte hingegen wird es immer schwieriger. Ob die Probleme mit den Augen jetzt einfach nur noch altersbedingt sind, ist gar nicht mehr so leicht zu beantworten. Jetzt kommen auch noch ein paar chronische Krankheiten, eine Ernährungsumstellung oder Gewichtsverlust ins Spiel und ihr seht, das ist ganz schön kompliziert. Bei einer Diagnose geht es eben nicht nur um akute Symptome, sondern auch um alles drumherum, inklusive der letzten Krankheiten, Angewohnheiten und der Ernährung. Dieser Prozess nennt sich Anamnese. Das ist ein echter Skill und übrigens auch der Grund, warum Krankheiten zu googeln vielleicht gar nicht so die beste Idee ist. Ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner können den Kontext von Symptomen verstehen und einschätzen. Da gibt es nur leider ein Problem: Menschen machen Fehler. Und lange Schichten, keine zentralen Patientenakten und viel Stress machen das Ganze nicht unbedingt leichter. Deswegen arbeitet ein Forscherteam aus München gerade daran, die Diagnose von Krankheiten mit künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Aber wie funktioniert sowas genau? Und wird so etwas vielleicht in Zukunft einmal Ärzte ersetzen können? Um all das zu beantworten, bin ich nach München gefahren und habe mich selber einmal von dieser KI analysieren lassen. Computer Vision beschäftigt die Computer Science schon seit den 60er Jahren und das ist ein super komplexes Thema. Dinge wiederzuerkennen ist für uns Menschen total einfach, aber einem Computer beizubringen, welche visuellen Eigenschaften zum Beispiel so ein Apfel hat, ist extrem kompliziert. Farbliche Gestalt, Belichtung, Form und vieles mehr, die Dinge um uns herum haben super viele Eigenschaften und das Ganze ist von vielen äußeren Faktoren abhängig. Falls ihr euch generell für künstliche Intelligenz und auch Machine Learning interessiert, dann schaut euch am besten diese Reihe hier von uns an. Da erklären wir alle Basics rund um das Thema, die auch für dieses Video hier relevant sind. Denn jetzt kommt LODI ins Spiel. LODI steht für Longitudinales Deep Learning. Ganz einfach gesagt ist LODI ein System, das mit Computer Vision die Augen von Patientinnen und Patienten auswertet. Longitudinal bedeutet hierbei, dass das nicht nur einmal passiert, sondern regelmäßig. So kann das System über einen längeren Zeitraum verschiedene Stadien einer Krankheit kennenlernen. Und durch diese Analyse kann das System dann helfen, zum Beispiel NAMD, neovaskuläre Makuladegeneration, zu diagnostizieren. Denn das System wurde mit hunderten Verläufen trainiert und weiß ganz genau, wie sich die Krankheit entwickeln kann. Und die Symptome dieser Krankheit, die kennt ihr schon aus dem Intro von diesem Video hier. Die Makula ist ein ganz kleiner Fleck auf unserer Netzhaut. Hier kann man am schärfsten sehen. Mit der Zeit können sich aber Ablagerungen auf ihr festsetzen und im schlimmsten Fall können krankhafte Blutgefäße in die Netzhaut einwachsen und zu Narben führen. Das sorgt dafür, dass man in der Mitte des Sichtfeldes zunehmend schlechter sieht, Farben und Kontraste schwächer werden und Strukturen verzerrt wirken. Betroffene sind meistens schon etwas älter und unter Umständen kann diese Netzhauterkrankung bis zur vollständigen Erblindung führen. Damit es soweit nicht kommt, muss man die Krankheit früh diagnostizieren. Optimal also, wenn man ein System hätte, das die Anzeichen dafür automatisch erkennen würde. Okay, ein System also, das mir nur durch Bilder von meinen Augen eine Diagnose vorschlägt. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, aber kann sowas wirklich funktionieren? Um das zu überprüfen, werde ich jetzt nach München fahren und meine Augen von einer KI analysieren lassen. Normalerweise findet man eine neovaskuläre Makuladegeneration, indem man einen Termin bei einer Expertin oder einem Experten macht. Und auch LODI braucht Daten von einem speziellen Gerät, um mich analysieren zu können. Deswegen sind wir in die Münchner Innenstadt gefahren und ich habe einen OCT-Scan von mir machen lassen. Bei so einem Scan werden die verschiedenen Schichten der Retina aufgenommen und es ist so ein bisschen wie Ultraschall, nur mit Licht und es ist komplett harmlos für das Auge. Aber bevor die KI meine Daten bekommen hat, konnte mir der Augenarzt vor Ort schon sagen, ob ich eine NAMD-Erkrankung habe oder nicht. Also genau das, was die KI später machen soll, nur mit einem wichtigen Unterschied, zu dem wir gleich kommen werden. Mit meinen Augenbildern sind wir dann zu Fabian Theiss, dem Leiter vom Projekt LODI, gefahren und haben uns mal erklären lassen, wie das Ganze eigentlich genau funktioniert. Dabei haben wir ihm übrigens auch Fragen von euch aus der Community gestellt, die ihr uns über Instagram geschickt habt. Zum Beispiel diese hier: Wie und mit welchen Daten wurde der Deep Learning Algorithmus gefüttert? Wir setzen uns mit unseren Kollegen aus der Augenklinik zusammen und er sagt, hey, auf diesem Bild erkenne ich, dass der altersbedingte Makuladegeneration hat. Der eins dieser großen Phänotypen, die wir in dieser Datenbank dann aufnehmen. Und jetzt können wir
einen Algorithmus machen, ein neuronales Netz, also eine Machine Learning Methode oder wie man heutzutage oft sagt, eine künstliche Intelligenz, die aber nichts anderes ist als eine Funktion, die so ein 3D-Volumen von dem Auge nimmt und darauf abbildet auf, hey, da hat diese AMD oder hat es nicht. Und jetzt sehen wir über die Epochen, wie dieser Algorithmus trainiert wird, der immer lernt und lernt. Und du siehst, wie er langsam diese Farben hier nach Gruppen clustert. Ja. Da drüben ist der Gesunde, da drüben ist der mit der schwersten Retinopathie und dazwischen ist der mit mittlerer und nochmal dazwischen der milde. Das heißt, wir sehen auch da diese Übergänge. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, hey, die Patienten, die hier nah an dem Rand sind, haben die vielleicht schon so eine Prädisposition zu diesem Ding? Mit den Aufnahmen meiner Augen kann die KI also den Krankheitsgrad sortieren. Das heißt, das System kann erkennen, ob ich krank bin und wenn ja, in welchem Stadium sich die Krankheit gerade befindet. Was ich aber besonders cool finde, wenn ich tatsächlich an der NAMD-Krankheit leiden würde, könnte man auch mehrere Bilder über einen längeren Zeitraum an Lodi geben und durch die Informationen in einer sogenannten Zeitreihe kann man dann sehen, wie sich die Krankheit womöglich entwickeln wird oder auch ob eine Therapie anschlägt. Und so kann man dann Korrelationen von Kausalität unterscheiden. Das wird normalerweise nur in klinischen Studien gemacht und wenn ihr darüber noch mehr erfahren wollt, dann solltet ihr euch unbedingt dieses Video hier von uns ansehen. Aber ich weiß, was ihr euch jetzt fragt. Versteht die KI, also Lodi, wirklich, was sie da tut? Solche Systeme werden ja schnell zu einer sogenannten Blackbox, in die man nicht hineinsehen kann und wo man nicht weiß, welche Entscheidungen dort getroffen werden. Aber Fabian hat mir versichert, dass man sich bei Lodi jeden einzelnen Punkt im neuronalen Netzwerk, natürlich anonymisiert, angucken und schauen kann, wie das System die Entscheidungen getroffen hat. So kann man dann feststellen, dass Lodi wirklich nach Anzeichen für die Krankheit und nicht nach korrelierenden Variablen sucht. Und um das mal in Action zu sehen, haben wir Lodi dann endlich mit Bildern von meinen Augen gefüttert und das Ganze dann live analysieren lassen. Und zwar von Hannah. Ja, hi, ich bin Hannah Spitzer. Ich arbeite hier am Helmholtz-Zentrum in München als Postdoc in der Machine Learning-Gruppe. Ich habe einen OCT-Scan mit meinen beiden Augen machen lassen. Die Daten habe ich dir jetzt gerade mitgebracht und wir wollen die jetzt in euer Deep Learning-Netzwerk hereinfüttern und wollen mal gucken, was dabei rauskommt. Funktioniert das so? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Genau, also das können wir so machen. Ich kann die Daten jetzt hier auf meinen Computer kopieren. Dann muss ich die nur natürlich erstmal einlesen und dann kann ich die direkt in das neuronale Netzwerk reintun als Eingabedaten und dann können wir mal gucken, was da rauskommt. Ja, und dann laden wir das jetzt einfach mal. Ich lade jetzt hier das Bild von deinem linken Auge und ja, das segmentieren wir jetzt und visualisieren das direkt mal. Und hier unten kannst du dann sehen, das ist deine Retina. Mhm. Dieses, wo es hier runter geht, das ist die Makula, der Ort des schärfsten Sehens. Mhm. Und hier, das ist, was unser Algorithmus dazu sagt. Das können wir da sehen. Es sieht eigentlich super aus. Wir haben hier in grün die Neurosensory Retina, das ist die Sehzellen in deinem Auge, also die Schicht, die tatsächlich das Sehen macht, wo die ganzen Fotorezeptoren drin sind, die ganzen Neuronen. Das ist super, da gibt es keine Flüssigkeitseinschlüsse. Die würden wir hier sonst in so einem leichten Blau sehen. Mhm. Und ja, und hier in Blau, das ist der Glaskörper. Mhm. Das ist auch gut. Die braucht man auch. Braucht man auch, genau. Hanna hat das so gut programmiert, dass das wirklich ein selbsterklärendes Programm ist. Also eigentlich hätte ich sie fast gar nicht gebraucht. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass mir der Arzt in der Augenklinik auch relativ schnell sagen konnte, dass mit meinen Augen eigentlich alles in Ordnung ist. Aber genau da ist der Unterschied. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von den Bildern vom OCT-Scan nichts erkannt habe. Da habe ich nichts drin sehen können. Die Analyse durch Lodi wiederum konnte ich direkt verstehen. Das heißt, die KI produziert Ergebnisse, die selbst für mich als Laie verständlich sind. Deswegen mal ganz blöd gefragt, werden so nicht Medizinerinnen und Mediziner irgendwann überflüssig? Es gibt halt viele Teile in der Medizin, wo natürlich AI einen starken Impact haben wird. Da haben viele Mediziner Angst, dass sie dann plötzlich übergangen werden oder sowas. Ja. Aber es gibt zum Beispiel für eine Erfindung vor vielleicht 200 Jahren, wo auch ganz schöne Angst herrschte, ob diese Erfindung, dass die den Beruf des Mediziners abschaffen würde. Das war die Erfindung des Fieberthermometers. Ja. Aber natürlich gibt es jetzt immer noch Mediziner. Es gibt nur keine Mediziner, die keine Fieberthermometer mehr benutzen. Ganz wichtig, der Algorithmus trifft bei Lodi keine medizinischen Entscheidungen. Er berät die Mediziner. Und selbst das nicht wirklich, das klingt jetzt nach einem Beratungsgespräch. Effektiv wird quasi nur eine Anzeige gemacht, die der Mediziner dann liest. Und trotzdem müssen wir natürlich aufpassen, denn Medizinerinnen und Mediziner vertrauen der Maschine. Ergo gibt es eine große Verantwortung bei der Entwicklung solcher Programme. Aber was das Fieberthermometer eigentlich ganz gut zeigt, ist, schon jetzt werden Mediziner von total viel Technik unterstützt.
Machine Learning ist eben noch ein weiteres hilfreiches Werkzeug. Und vielleicht wird es bald noch viel mehr genutzt, denn so ein System wie Lodi kann theoretisch nicht nur Augenkrankheiten erkennen. Unsere Augen sagen viel mehr über uns aus, als wir glauben. Nicht nur Müdigkeit, Fahrtüchtigkeit oder auch das Geschlecht kann man an den Augen erkennen, sondern auch Krankheiten wie Diabetes. In frühen Stadien kann man Diabetes sonst nur mit einem Bluttest feststellen, aber der Zustand der Prädiabetes lässt sich auch über die Augen auslesen. Und vielleicht kann man in Zukunft auch genetische Informationen in so ein System speisen. Das lässt sich dann mit spannenden Fragestellungen kombinieren wie, ist eine Krankheit vielleicht genetisch bedingt? Auch hier könnten wir wieder mehr Zusammenhänge herstellen als je zuvor und so unseren Körper besser verstehen. Und mit der Zeit wird so ein neuronales Netzwerk nicht nur schlauer, sondern vielleicht auch einfacher zu bedienen. Vielleicht mache ich irgendwann einfach mit meinem Smartphone ein Bild von meinen Augen und sende das dann an ein System wie Lodi. Und dafür gab es auch Handy-Kamera-Aufsätze und so ein bisschen die Idee mal, sagen wir mal, du bist in Afrika oder vielleicht auch nur im Bayerischen Wald irgendwo, ja, und kommst nicht an deinen Augenchefarzt hin, ja. Wie kannst du dann vielleicht schnell eine Diagnose machen? Und manchmal muss es vielleicht nicht so akut sein, aber für andere Krankheiten ist vielleicht auch mal akut was zu machen. Also ich glaube, die Idee, sagen die Leute, die Patienten mehr zu enablen, selber dann auch was zu machen oder zumindest halt nicht immer den Experten, diesen ganz teuren Experten, der vielleicht nur halt ein paar Leute zugleich behandeln kann und diese langjährige Hintergrundinformation hat, das irgendwie so zu abstrahieren, das halte ich für extrem attraktiv. Dieses Demokratisieren von Expertenwissen. Das ist schon was, was diese, ich meine, das ist so eine Idee von Open-Source-Bewegung und sowas. Ja, im Prinzip in unseren Algorithmen können wir das machen. Okay, es braucht also bestimmte Aufsätze für Handykameras, aber die Frage ist ja auch, wie wir so etwas in den klinischen Alltag integrieren könnten. Leider gibt es oft einen gewissen Gap zwischen der Grundlagenforschung und dem medizinischen Alltag. Dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe, aber einer dürfte keinen überraschen. Es ist an den Kliniken tatsächlich so, dass halt die Dinge oft in so verschiedenen Silos rumliegen. Ich als Patient, ich möchte eigentlich wirklich wissen, wo meine Daten liegen. Ich meine, wenn ich jetzt in Schweden wäre oder in Dänemark, da ginge das bei uns nicht. Mein Sohnemann hat sich letztens dummerweise den Arm relativ schlimm gebrochen und ich wollte dann einfach das Röntgenbild mitnehmen. Weißt du, was die Aussage war? Hey, oh, unser CD-Brenner ist gerade kaputt, ich kann es dir nicht mitgeben. Hindernis Nummer 1 ist also erstmal die zu langsame Digitalisierung in Deutschland. Dann muss man das Ganze natürlich auch irgendwie benutzerfreundlich machen, also eine App mit einem schönen Interface auf dem Smartphone und natürlich braucht man die richtige Kamera. Also ja, da muss noch eine Menge passieren. Aber das soll jetzt gar nicht so pessimistisch klingen. Was wir uns da anschauen durften, war super interessant und macht mir ehrlich gesagt unglaublich viel Hoffnung. So stelle ich mir eine Zukunft vor, in der Ärztinnen und Ärzte entlastet und unterstützt werden und so weniger Fehler machen. Auf diese Weise könnten Behandlungen günstiger, besser verfügbar und demokratischer werden. Es war wirklich ein super spannendes Thema. Vielen Dank nochmal an alle vor Ort in München, die uns bei diesem Dreh unterstützt haben. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen und wir leiten dann eure Fragen an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Lodi weiter und posten euch hier in den Kommentaren ihre Antworten. Ihr könnt also sehr gerne sehr spezifische Fragen stellen, wenn ihr wollt. Wir haben extrem viel über dieses spannende Projekt gelernt, deswegen an dieser Stelle vielen Dank an das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die so eine wichtige Entwicklung fördern und mich auch bei diesem Video hier unterstützt haben und auch vielen Dank an den Projektträger Jülich. Und an euch vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal, euer Cedric.